Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan. Ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist und heute geht es mal wieder um Lightroom. Ich habe da einen kleinen Tipp für dich, wie man Looks am besten von einem Bild zum anderen übernehmen kann. Also es ist ja relativ wichtig, dass man als Fotograf so seinen eigenen Stil entwickelt und wenn du den gefunden hast, dann muss man den natürlich auf jedes Bild irgendwie übertragen. Und da gibt's Wege und Mittel in Lightroom, wie man das sehr, sehr einfach machen kann. Viel Spaß! So, ich habe jetzt hier mal zwei Bilder geöffnet. Einmal die Semperoper in Dresden und dann habe ich hier als zweites Bild die Siegessäule in Berlin. Und dieses Bild ist soweit für mich schon mal fertig bearbeitet. Und ich möchte jetzt diesen Bildstil, den ich jetzt hier entwickelt habe, mal auf die Semperoper übertragen. Jetzt könnten viele sagen, naja gut, du könntest ja jetzt einfach hier mal die Einstellung so ein bisschen kopieren, aber ganz so funktioniert es ja dann doch nicht, denn das sind ja zwei Fotos, die in zwei völlig verschiedenen Locations und zu völlig verschiedenen Bedingungen aufgenommen worden sind, vom Wetter her auch. Und von daher muss man dann natürlich so die Einstellung immer so ein bisschen anders bearbeiten. Es gibt aber die Möglichkeit, und die ist wirklich cool, dass man jetzt hier mit einer sogenannten Referenzansicht in Lightroom arbeitet. Die kann man erreichen, indem ich hier unten mal auf diesen Button klicke. Und jetzt habe ich hier auf der einen Seite das Bild, was ich bearbeiten möchte, auf der rechten Seite. Das ist das aktive Bild. Und auf der linken Seite kann ich mir jetzt hier eine Referenz anzeigen lassen. Und diese Referenz, das ist jetzt in dem Fall hier einmal das Bild von der Berliner Siegessäule. Und das kann ich mir einfach per Drag and Drop hier reinziehen. Und jetzt haben wir hier den Vergleich. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, hier mein Bild ganz normal zu bearbeiten und immer wieder direkt zu vergleichen, wie das im Gegensatz zu meinem Referenzbild aussieht. Und das wollen wir jetzt hier einfach mal machen. Also, ich gehe mal in die Grundeinstellung rein und ich sehe jetzt als erstes mal, der Himmel ist hier viel bläulicher und auch viel dunkler als in diesem Bild. Von daher werde ich jetzt einfach mal die Lichter hier so ein bisschen nach oben ziehen. Es wird noch gar nicht ausreichen, deswegen werde ich jetzt hier auch mal die Weißwerte noch so ein bisschen nach oben ziehen. So, und jetzt kommen wir schon so ein bisschen näher an das hier heran. Ja, es ist immer noch ein bisschen bläulicher, das können wir gleich noch so ein bisschen von der Sättigung bearbeiten, aber das gefällt mir so schon ganz gut. Die Tiefen werde ich noch ein bisschen aufhellen. Ich denke mal so plus 25 hier sollte ausreichen, damit wir hier noch ein paar Details drin haben. So sieht es schon ganz gut aus. Vielleicht gebe ich hier noch so ein bisschen Kontrast hinzu. Ja, so ungefähr. Und ich glaube, insgesamt muss das Bild ein bisschen dunkler werden. Ja, das andere Bild hier ist auch relativ dunkel gehalten. Ich denke mal, so passt es schon ganz gut. So, dann werden wir mal gucken. Ein bisschen Klarheit gebe ich noch mit rein. Und dann werde ich auf jeden Fall hier noch die Sättigung verringern. Denn dieses Bild hier auf der Seite, das ist deutlich entsättigt worden und von daher werde ich das jetzt hier auch mal mit dem Bild von der Semperoper machen. Also die Sättigung hier mal ein bisschen runterdrehen, auch die Dynamik werde ich jetzt hier mal noch so ein bisschen runterdrehen und das ist auf jeden Fall schon mal für mich ein ganz guter Startpunkt. Wenn ich jetzt hier in dieses Bild reingucke, dann sehe ich auch, dass hier mit der Gradationskurve auf jeden Fall so ein bisschen gespielt wurde, weil die Schwarzwerte sind nicht mehr ganz schwarz. Das ist so ein bisschen ins Gräuliche rein. Das bedeutet, dass hier die Schwarzwerte so ein bisschen angehoben worden sind. Das kann man zum einen in den Grundeinstellungen machen. Ich mache es immer ganz gerne hier in der Gradationskurve, dass ich hier einfach so ein bisschen die Schwarzwerte anhebe. Die Tiefen werde ich hier so ein bisschen wieder kontern, das heißt wieder so ein bisschen runterziehen. Die hellen Bildbereiche hier kann ich wieder noch ein bisschen heller ziehen. Das ist auch ganz gut, weil der Himmel hier natürlich noch so ein bisschen zu dunkel ist im Gegensatz zu dem Bild. Und die ganz weißen Werte ziehe ich hier wieder so ein bisschen runter. Perfekt. Dann habe ich hier so eine kleine S-Kurve gebaut. Wer meine Videos verfolgt, der hat es schon das ein oder andere Mal gesehen, dass so eine S-Kurve, dass ich das ganz gerne mache, einfach um ein bisschen Kontrast aufzubauen und gleichzeitig so ein bisschen verwaschenen Look zu kreieren. Und das ist genau das, was hier in diesem Bild auch vorliegt. Und das können wir hier in dem Bild dann auch ganz einfach machen. So, ich gehe nochmal in die Grundeinstellung rein, denn was mir auffällt, ist, dass die Farbtemperatur hier noch nicht stimmt. Ich denke mal, dass wir die hier noch so ein bisschen anheben, 5500, 5600, irgendwie sowas in der Richtung. Jetzt kommt es doch ein bisschen besser hin. Ich vergleiche hier mal so ein bisschen die Farben miteinander und ich denke mal, dass wir das so einigermaßen lassen können. Okay, dann geht es weiter runter in die HSL-Tabelle und dieses Bild hier auf der linken Seite, mein Referenzbild, das hat nur ein paar ganz bestimmte Farben und das sind eigentlich hier, die Blauwerte sind auch so ein bisschen rausgewaschen. Eigentlich haben wir von den gesättigten Farben her nur so einen orange-gelben Look. Das bedeutet, wir können hier alle anderen Farben mal so ein bisschen von der Sättigung rausdrehen. Also Magenta, Lila haben wir sowieso nicht so viel im Bild. Ja, aber auch die Blauwerte ziehen wir hier noch so ein bisschen runter von der Sättigung, weil der Himmel hier auch einfach dann nicht mehr diese Farbigkeit hat, genauso wie hier. Die Grünwerte können auch ein Stück weiter runter und ich glaube auch, dass die Rotwerte hier tatsächlich ein bisschen weiter runter können. Und ich denke mal, so sieht das Bild schon ganz gut aus. Also vom Vergleich her passt es schon ganz gut. Was jetzt noch auffällt,
Hier die Ecken, die sind alle so ein bisschen abgedunkelt. Das bedeutet, hier ist eine Vignette auf das Bild gelegt worden. Auch das können wir ganz einfach machen hier in der Effekte-Palette. Und dann packe ich hier einfach auch mal eine Vignette drüber. Ja. Muss man immer so ein bisschen gucken, wie doll man das dann macht von der Intensität her. Das ist von Bild zu Bild unterschiedlich, aber ich denke mal, hier so passt das schon ganz gut. Und dann gehe ich mal noch weiter runter in die Kamerakalibrierung. Denn wenn ich mir jetzt hier so die Farbigkeit angucke, glaube ich, dass hier gerade mit dem Blauwert noch so ein bisschen gespielt wurde. Den ziehe ich jetzt einfach mal hier so ein bisschen weiter nach links, den Farbton. Ich glaube, die Rotwerte packen wir mal noch ein bisschen weiter nach rechts und auch die Grünwerte so also ein bisschen weiter nach links. Und jetzt sind wir von der Farbigkeit ja schon sehr, sehr ähnlich wie das hier auf der linken Seite. Ja, natürlich werde ich das Bild jetzt noch ein bisschen schärfen. Das ist auch ganz klar, das mache ich ja bei jedem Bild. So, mein Standardwert von 80 ungefähr. Können wir mit gedrückter Alt-Taste ja auch wieder ausmaskieren, damit wir hier den Himmel nicht mitschärfen, sondern wirklich nur die Semperoper. Und so gefällt mir das schon ganz gut. Und wenn wir das jetzt so miteinander vergleichen, dann sieht das schon so aus, als hätten wir einen ähnlichen Bildstil hier für beide Bilder gefunden. Das kann man jetzt noch so ein bisschen optimieren, aber ich denke, dass wir hier schon einen ganz guten Startpunkt haben. Ja, ich könnte jetzt hier zum Beispiel noch anfangen mit so einem kleinen Verlauf. Wir haben jetzt hier zum Beispiel auf der linken oberen Seite noch so einen kleinen Verlauf drin. Den könnte man noch reinbauen, indem ich jetzt hier einfach mal, zack, das von oben hier so ein bisschen reinziehe. Schon fast zu viel. Muss man ein bisschen aufpassen, dass man das nicht übertreibt. Ich könnte gleichzeitig aber auch nochmal die Lichter hier so ein bisschen aufhellen in diesem Verlauf und auch die Weißwerte. Ja, so gefällt mir schon ganz gut. Sehr schön. Okay, ich denke mal, so kann man es lassen. Und vielleicht nehmen wir sogar noch so ein bisschen die Sättigung hier raus in diesem Verlauf. Ich wähle den nochmal an. Und jetzt sieht man hier oben, dass man das Blau hier wieder relativ deutlich drin hat. Da kann man auch einfach hier die Sättigung noch ein bisschen runterdrehen. Und dann sieht es noch besser aus. Sehr schön. Ich denke mal, so kann man es lassen und das war jetzt einfach mal so ein kleiner Tipp eigentlich nur, wie man seine Bilder alle so in den gleichen Bildstil bekommt. Also einfach mal mit der Referenzansicht arbeiten. Vielleicht kannte das der ein oder andere von euch auch schon. Für viele war es vielleicht auch neu und von daher nutzt das einfach mal aus. Gerade dann wichtig, wenn du deinen Bildstil schon gefunden hast und wirklich alle Bilder im gleichen Stil bearbeiten möchtest. Wenn dir das Video gefallen hat, dann auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Wenn du noch Fragen dazu hast, einfach unten in die Kommentare damit. Und falls du noch nicht getan hast, auf jeden Fall den Kanal abonnieren, denn es gibt pro Woche 2 neue Videos und das solltest du auf keinen Fall verpassen. Ansonsten, wenn du mehr zum Thema Lightroom wissen möchtest, dann schau einfach mal in meinem Online-Store vorbei, www.stefanschäfer-store.de. Da gibt es einen Videokurs zum Thema Lightroom, wo alles von A bis Z erklärt wird und du den perfekten Einstieg in das Programm hast. Und von daher, wenn du da noch Anfänger bist, dann solltest du das auf jeden Fall mal ausnutzen. Also, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.